So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Titanium Wars. Jetzt in der deutschen Ausgabe, auch endlich erschienen. Ich glaube, das ist relativ neu, dass jetzt das ganze Spiel einmal aufgebaut. Ich muss anmerken, dass es sich bei diesem Spiel um einen Ersteindruck handelt. Ich habe es einmal bisher mit 4 Personen gespielt, werde es allerdings auch nicht viel häufiger spielen. Daher wird es auch bei diesem Ersteindruck bleiben, weil sich meine Eindrücke eigentlich so mit denen der meisten Rezensionen im Internet decken. Aber gucken wir uns zunächst mal das Spiel an. Worum geht's? Es geht darum, dass eben dieses Material Titanium entdeckt wurde und jetzt gibt es hier eben so Planeten, auf denen Titanium-Vorkommen zu finden sind und die wollen wir eben erobern quasi. Dazu schlüpfen wir in die Rolle von solchen Anführern von verschiedenen Fraktionen. Die können im Prinzip alle das Gleiche, haben nur hier eine Spezialfähigkeit und wir stellen uns dann also auf unserem Heimatplaneten, da bauen wir irgendwelche Bauwerke, dann suchen wir uns Schiffe und Flotten, stellen die zusammen, rüsten diese Schiffe dann mit irgendwelchen Ausrüstungskarten aus und dann kämpfen wir in Schlachten gegeneinander, die mit diesen Taktikkarten gesteuert werden, haben Geld zur Verfügung, bekommen eben durch unsere Planeten und unsere Bauten, die wir haben, zusätzliches Geld und kämpfen so eben Runde für Runde, bis je nach Spielerzahl eine bestimmte Anzahl an Titanium-Vorkommen erlangt wurde. Wenn man zum Beispiel zu dritt spielt, dann braucht man 7 für ein kurzes Spiel, 8 für ein Standardspiel und 9 für ein langes Spiel. Und wie man sieht, hier sind schon 3 Titanium-Vorkommen drauf. Das können auch mal 4 sein oder manchmal auch nur 2. Ich glaube, 4 ist schon fast das Höchste. Also je nachdem, welche Spieldauer man hat, kann man auch mal mit 2 Planeten schon das ganze Ding gewonnen haben. So, zu Spielbeginn bekommt jeder 2 Anführer zugeteilt. Dann bekommt man noch 1000 Geld am Anfang und 3 von diesen Taktikkarten. Von den Anführern sucht man sich dann einen aus. Wie gesagt, die haben alle die gleichen Eigenschaften, unterscheiden sich nur durch ihre Spezialfähigkeit. Den anderen legt man weg, den braucht man nicht mehr. Das ist jetzt auch gleichzeitig mein Heimatplanet. Wenn ich Herzogin von Stahl nehme, dann habe ich den Planeten Herzog und habe hier so eine Sonderfähigkeit. Falls zum Ende jeder Offensive noch ein Schiff in deiner Flotte hast, kannst du 150 Geld zahlen, um 2 Schaden von dem Schiff zu entfernen. Und ich bekomme immer am Anfang 1000 Geld. Das ist bei allen gleich, bis auf diese Spezialfähigkeit. Ich kann hier 4 von diesen Gebäuden oder Bauwerken, die ich quasi auf Planeten bauen kann, drauf errichten. Ich kann maximal 3 Schiffe haben und ich kann maximal 3 von diesen Taktikkarten haben. Das kann natürlich erhöht werden, indem wir zum Beispiel so eine Kommandozentrale kaufen. Dann können wir eine Taktikkarte mehr haben oder wenn wir einen Raumhafen bauen, können wir pro Raumhafen immer mehr Raumschiffe haben. Und der Spielablauf ist jetzt wie folgt. Das Spiel geht los. Wie gesagt, wir haben unsere Startaufstellung, sprich unsere 3 Taktikkarten, unseren Anführer und unsere 1000 Geld, die wir am Anfang bekommen. Und dann hat das Spiel immer 4 Phasen, die Runde um Runde so lange gespielt werden, bis irgendjemand die benötigte Anzahl an Siegpunkten hat. So, Phase 1 lautet immer Erkundung. Das heißt, wir decken hier die oberste Karte auf. Die haben immer auf der Rückseite ein Ereignis und auf der Vorderseite ist ein Planet. Das hier wäre jetzt der Planet Azuren. Der hat 3 Titanium-Vorkommen auf sich. Man kann hier 3 Gebäude errichten und er bringt immer 150 Geld am Beginn jeder Runde. Und wir haben gleichzeitig ein Ereignis, das jetzt aufgedeckt wurde, das jetzt für die aktuelle Runde gilt. Also hier steht drauf, jeder Spieler erhält 1000 Credits zusätzlich zu seiner Produktion. Das ist immer das Erste, was gemacht wird. Sprich, am Ende hat irgendjemand diesen Planeten wahrscheinlich erhalten. In der nächsten Runde würde dann dieser Planet aufgedeckt werden. Und das hier wäre jetzt das aktuelle Ereignis für die aktuelle Runde. So, dann wird es Produktionen geben. Das heißt, wir gucken, wo kriegen wir irgendwie Credits. Am Anfang bekommen wir nur 1000. Das heißt, zu den 1000, die wir schon haben, nehmen wir nochmal 500 dazu. Das ist eben auch sehr kleines, süßes, niedliches Papiergeld. Und das ist noch kleiner als das bei Friesen-Matenten. Das ist schon echt süß. Dann haben wir jetzt am Anfang 2000 Geld. Und danach beginnt dann die Aufrüstungsphase. Die läuft prinzipiell so ab, dass alle Spieler sie gleichzeitig machen. Das haben sie wahrscheinlich gemacht, weil wenn das alle nacheinander machen, dauert diese Phase ewig und ist lang und will man nicht. Und da können wir einfach beliebig Karten hier kaufen aus dem Vorrat, solange wir sie bezahlen können. Also hier oben steht immer der Preis und dann eben der Name und was es für eine Einheit ist. Sprich, das hier ist einfach ein Gebäude. Und hier unten steht drunter, was der Effekt ist und welchen Tech-Level man braucht. Man hat am Anfang immer Tech-Level 0 und es gibt Gebäude, die haben bis zu Tech, also auch Raumschiffe oder Ausrüstung oder so, die haben Tech-Level von 3. Wenn ich mir jetzt irgendwas kaufen möchte, was vielleicht ein Tech-Level von 1 hat oder von 2 oder 3 oder wie auch immer, dann muss ich mir erstmal für 500 so ein Laboratorium kaufen. Angenommen, ich würde das jetzt machen, dann würde ich dafür erstmal 500 Tacken ausgeben. Würde die dann wieder zurück in die Bank tun, würde mir dann das Laboratorium nehmen und würde das dann so unter meinen Planeten schieben, dass man eben nur noch sieht, was es mir bringt.
Das bringt mir in dem Fall plus ein Tag. Das heißt, jetzt kann ich Sachen kaufen, die 0 oder 1 Tag-Stufe benötigen. Und ich habe hier 4 Ausbauslots. Das heißt, ich kann jetzt nur noch 3 weitere Sachen unter diesen Planeten machen. So, genauso könnte ich mir zum Beispiel die Raffinerie kaufen. Dafür müsste ich einmal 200 ausgeben. Die würde ich dann auch wieder zurück in die Bank tun. Und dann würde ich auch die Raffinerie unter meinen Planeten schieben. Und jetzt würde ich in der nächsten Produktionsphase 1000 plus 150 bekommen. Also schon 1150. Das kann ich natürlich jetzt noch, ich könnte mir jetzt noch ne, 2 weitere Raffinerien kaufen. Dann wäre hier mein Limit erreicht. Oder ich kaufe mir irgendeinen anderen von diesen Gebäuden. Zum Beispiel, wie gesagt, den Raumhafen, der bringt plus 1 Flottenstärke, Kommandozentrale plus 1 von diesen Taktikkarten. Die Cyberfabrik erhöht einfach die Ausbaustufen meiner Schiffe, da kommen wir gleich zu. Und Planetenabwehr, damit kann man zum Beispiel Raketen und sowas ähnliches abschießen. Aber natürlich möchte ich kämpfen, ich möchte Raumkämpfe machen, darum brauche ich irgendwelche Schiffe. Wie hier zum Beispiel das Jägergeschwader, das kostet 150, hat ein Tag-Level von 0, es macht 2 Schaden und hat 5 Lebenspunkte. Ne? Dementsprechend gibt es hier auch zum Beispiel den Kreuzer, der kostet 400, macht 3 Schaden, hat 8 Lebenspunkte. So ein Minenfeld, das ist kein Schiff, sondern eine Einheit, das kann man auslegen, macht halt 2 Explosivschaden und hat einen 3er Verteidigungswert. Oder wenn man eben richtig fettes Schiff kaufen will, dann kann man sich den Zerstörer kaufen. Der macht 5 Schaden, hält 13 aus und zum Beispiel hier, das sind die Slots für Ausrüstungsgegenstände. Das heißt, hier kann ich 3 Ausrüstungsgegenstände drauf machen, bei so einem Jägergeschwader 1 und beim Kreuzer maximal 2. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich würde irgendwie nochmal 300 Credits ausgeben und könnte mir dafür 2 Jägergeschwader holen. Und dann könnte ich nochmal sagen, okay, ich möchte vielleicht nochmal gerne 400 ausgeben, gebe die zurück in den allgemeinen Vorrat und würde mir dafür noch einen Kreuzer kaufen. So, ich glaube, da war die Kameraeinstellung gerade nicht so optimal, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt habe ich die hier ausgelegt. Jetzt könnte ich überlegen, ob ich mir noch irgendwie was dafür kaufen möchte. Ich habe jetzt noch 100 über, das heißt, ich könnte sagen, ich gebe die 100 aus und kaufe mir zum Beispiel noch eine Laserkanone und hänge die mal an diesen Kreuzer dran. Das heißt, der macht jetzt, wenn er angreifen kann, 4 Schaden. Ich könnte noch ein Equipment ausrüsten. Zum Beispiel könnte ich auch noch irgendwie eine Panzerung ausrüsten. Dann würde der plus 2 Leben bekommen. Oder ich könnte irgendwie Ausweichen drauflegen. Dann wird das Ding nicht zerstört durch eine einzige Taktikkarte. Das macht gerade bei Einheiten Sinn, die wenig Leben haben. Weil wenn ich dann in einem Zug irgendwie 5 oder 6 Schaden bekommen würde, kann man das Ding hier nicht zerstören. Das heißt, man muss hier weniger Schaden drauflegen und dann hält das ein bisschen länger aus. Das wird aber gleich klarer hoffentlich. So, das wäre jetzt zum Beispiel nach der Produktionsphase das, was ich mir gebaut hätte. Also ein Planeten mit einem Tag und 150 Credits, die ich zusätzlich bekomme. 2 Jägergeschwader, die jeweils 2 Schaden machen und 5 Leben haben. Und ein Kreuzer mit einer Laserkanone, der 4 Schaden macht und 8 Schaden aushält. Das machen alle gleichzeitig. Da muss man auch einfach darauf vertrauen, dass die Leute das halbwegs richtig machen. Beziehungsweise es wird nach jeder Runde eh relativ viel resettet. Das heißt, man kann auch immer gut nachvollziehen, wer was ausgegeben hat. Aber da sollte man eben darauf achten, dass das so einigermaßen passt. So, dann beginnt gewissermaßen das Herzstück des Spiels, die Eroberungsphase. Da prügeln jetzt sich alle um diesen Planeten. Und wer am Ende noch Schiffe hat, beziehungsweise noch im Rennen ist, der bekommt den und hat damit dann quasi 3 Siegpunkte von zum Beispiel 7, die wir brauchen. Das ist schon eine ganze Menge. Da kommen jetzt diese Taktikkarten ins Spiel. Zum Beispiel, also jeder von den Spielern, die noch im Rennen sind, sucht sich eine von diesen Taktikkarten aus. Also wenn das alle gemacht haben, dann decken alle ihre Karte auf. Die haben oben Initiativnummern von 0 bis 7. 0 fängt an, dann 1, 2, 3 und so weiter. Und hier bei Aktivierung steht immer, welche von meinen Einheiten darf ich jetzt aktivieren. Hier steht zum Beispiel nicht Jägergeschwader drauf. Das heißt, mit den beiden könnte ich jetzt gar nicht schießen. Das heißt, ich könnte nur meinen Kreuzer aktivieren. Mein Kreuzer macht 4 Schadenspunkte. Also nehme ich mir 4 von diesen Schadensmarkern hier und verteile den beliebig nach meinem Ermessen auf andere Schiffe. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich kann beim Mitspieler, wenn der irgendwie hier so ein Jägergeschwader liegen hat, kann ich sagen, okay, ich mache da jetzt schon mal 4 Schaden drauf und dann vielleicht nächste Runde noch mehr Schaden. Oder wenn jetzt wir zu dritt spielen würden, könnte halt wer anders sagen, der irgendwie meinetwegen irgendwie 5 Schaden macht, dann kann der sagen, okay, weißt du was, hier, ich baller den weg und knack's irgendwie die hier schon mal an, weil die mache ich dann nächste Runde komplett fertig und dann hätte ich da jetzt schon mal Schaden drauf. So, dann wird die Taktikkarte, die ich gespielt habe, abgelegt. Ich kann jetzt noch weitere von meinen Taktikkarten ablegen. Die erste Karte ist mal kostenlos, die nächste kostet mich 100 Credits und dann ziehe ich einfach wieder auf 3 beziehungsweise mein aktuelles Limit auf, was bei mir gerade
3 sind. Und jetzt würden wir wieder überlegen, was wir machen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, ich lege diese Karte ab, das machen alle anderen auch. Und dann decke ich diese Karte auf, habe jetzt einen Generalangriff. Das heißt, alle meine Schiffe können schießen, inklusive der Planetenabwehr, wenn ich eine hätte. Und ich bin aber Nummer 7. Das heißt, ich schieße als Letzter. Das heißt, bis dahin kann es sein, dass mir die anderen meine Sachen zerbombt haben, indem die irgendwie es schaffen, auf das Jägergeschwader hier noch 3 Schaden zu legen, dann ist das kaputt und vielleicht auf das andere Jägergeschwader eben auch noch die 2 Schaden und dann verbünden sich die anderen und legen irgendwie nochmal, keine Ahnung, 4 Schaden oder 5 Schaden hier auf meinen Kreuzer, wenn die so viel Schaden machen konnten und jetzt ist der schon ziemlich angeschossen. Die hier kommen weg, die werden dann einfach zurück in den allgemeinen Vorrat gelegt, Schadensmarker werden abgelegt und ja. Da müsste ich halt warten, ob alle anderen was machen können. Und jetzt kann ich eben mit meinem Kreuzer insgesamt 4 Schaden verursachen, kann den verteilen, hoffe, dass da nichts mehr da ist. Also ich würde sagen, hier kommt noch einer drauf, dann ist das Schiff auch wieder tot. Und dann, wenn das jetzt der Fall sein sollte, dass ich jetzt der Letzte bin, der überhaupt noch Jäger im Spiel hat oder Schiffe im Spiel hat, dann hätte ich gewonnen. Das heißt, ich würde dann diesen Planeten bekommen. Ansonsten kann auch immer nach jeder Runde, also nachdem wir quasi eine Taktikkarte gespielt haben und nachdem wir wieder neu gezogen haben, kann man auch sagen, okay, das wird mir zu heikel, ich bin raus. Das ist nämlich auch so, wenn jetzt die Runde zu Ende ist, dann wird das Ding automatisch geheilt. Also alle Schadenskarten darauf werden abgelegt. Das heißt, wenn die Gegner irgendwie den Schaden möglichst großflächig verteilen, können die eben damit auch dafür sorgen, dass ich mich aus dem Kampf zurückziehe, weil ich nicht alle meine Schiffe verlieren will, weil das hat mich auch recht viel Geld gekostet. So, angenommen, ich wäre jetzt der letzte Spieler, der noch im Spiel ist, dann würde ich einfach diesen Planeten hier bekommen und würde jetzt immer 150 Geld am Rundenanfang mehr bekommen. Ich hätte schon mal 3 von, weiß nicht, 6, 7, 8 Siegpunkten, je nachdem, wie viel man braucht. Und ich kann wieder 3 zusätzliche Gebäude, also von diesen Gebäuden hier, unter diese Planetenkarte legen. Hier hätte ich nur Platz für noch 2 weitere Gebäudetypen. Wenn man sich zum Beispiel noch andere Einheiten anguckt, dann gibt es zum Beispiel die interstellare Rakete. Kann man mit einem Raketenabschuss abfeuern. Ist halt Nummer 6, das heißt, da ist nur der Generalangriff ein bisschen später dran. Dann macht man aber auch auf jedes feindliche Schiff 4 Schaden, also schon sehr mächtig. Danach kommt die Karte aber weg und man kann auch nur an Offensive teilnehmen, wenn man überhaupt noch ein Schiff draußen hat. Das heißt, wenn alles zerstört wurde, aber es liegt nur noch diese Rakete hier rum, kann ich die nicht mehr abfeuern, weil ich muss immer Schiffe draußen haben, damit ich an so einer Runde teilnehmen kann. So, und so geht das dann Runde um Runde, so wie gesagt, in der Regel so ungefähr eine Stunde, bis irgendein Spieler gewonnen hat. Diese Kampfmechanik führt eben dazu, dass relativ oft viel resettet wird, wenn man eben dann wieder Einheiten verliert, die wieder teuer aufbauen muss, wenn irgendein Spieler irgendwie so 1-2 Runden am Stück überlebt und kurz zum Gewinnen ist und noch relativ viele Einheiten draußen hat, dann gehen natürlich alle Spieler auf diesen Spieler. Das ist natürlich klar und muss so sein, weil sonst ist das Spiel super schnell entschieden. Was so ein bisschen extrem glückslastig ist, sind eben diese Taktikkarten hier. Also da hätte man das Kampfsystem sich irgendwie anders überlegen können müssen, sollen, weiß ich nicht. Das hat uns nicht so wirklich überzeugt, weil klar, dass die Initiative da, dass so der Reihe nach geht, dass so die schwächeren Angriffe zuerst kommen und die ganz starken erst ganz zum Schluss und dann vielleicht gar nichts mehr da ist, was schießen kann. Das ist an und für sich schon gut, aber es ist eben total random. Also wenn ich irgendwie hier 6 oder Planetenabwehrfeuer habe und Raketenabschuss auf der Hand habe, dann kann ich im Prinzip nichts angreifen. Ich kann dann natürlich immer am Ende, also ich könnte dann irgendwie die Karte spielen, haha, die macht dann nichts und dann könnte ich am Ende der Runde noch eine Karte ablegen und würde eben wieder 2 Karten nachziehen, hätte dann wahrscheinlich schon was dabei, was ich irgendwie gebrauchen kann. Aber es kann auch sein, also wir hatten das in dem Spiel, dass manche Leute auch Pech hatten und einfach viele Runden am Stück nicht das aktivieren konnten, was sie aktivieren wollten und eben, ja, coole Einheiten haben, da viel Geld für ausgegeben haben, die waren aber zerstört, bevor sie sie irgendwie überhaupt nur einsetzen konnten. Also das hat nur so mäßig Spaß gemacht, das war so ein bisschen Und das ist auch so alles in allem so der jetzt Ersteindruck, das sage ich nochmal extra dazu, es kann natürlich sein, dass es bei mehrfachen Spielen anders wird, aber mich reizt momentan eigentlich relativ wenig daran, dieses Spiel nochmal neu zu spielen. Ich finde, das Artwork ist absolut fantastisch. Also das Spiel sieht echt geil aus. Man denkt am Anfang auch, wenn man hier so diese Auslagen sieht, okay, es ist irgendwie ein klassisches Deckbauspiel. Ja, man baut sich halt so Flotten zusammen, das ist nicht wirklich deckbar, weil man auch nie Karten nachzieht oder so. Was ein positiver Aspekt ist, ist auf jeden Fall, dass die Ökonomie, die man sich einmal aufgebaut hat, bestehen bleibt. Die kann der Gegner unter keinen Umständen irgendwie zerstören. Aber natürlich, wenn ich in den ersten 1-2 Runden mir keine Planeten erobern kann, dann habe ich nur diese eine Heimatwelt, habe da vielleicht auch nach Runde 1 oder 2 schon 4 Gebäude drauf gebaut und dann kann ich mich hier nicht weiter upgraden. Also ich kann nicht mein Flottenlimit vergrößern, ich kann nicht, was extrem wichtig ist, meine Taktikkarten erhöhen. Das geht dann einfach nicht, weil ich muss halt irgendwas erobern. Sobald ich, wie gesagt, einen Planeten erobert habe, habe ich in den meisten Fällen schon fast zur Hälfte gewonnen. Das ist so ein bisschen, ja, das hat uns wirklich
Ja, wir haben das Spiel auch nicht zu Ende gespielt, weil so nach 3 Runden spätestens hatten wir keine Lust mehr, weil es gibt dann eben auch den Effekt, dass die Spieler dann mit der Zeit auch ja durchaus immer ein bisschen mehr Geld bekommen, auch durch Raffinerien oder vielleicht einen oberen Planeten, sich dann immer mehr Schiffe bauen können, kaufen können, sich die immer besser irgendwie ausrüsten können. Und wenn man dann auch gerade zu viert spielt, dann muss man halt immer gucken, wer hat was wo liegen, wie muss ich meinen Schaden jetzt verteilen, auf wen gehe ich am effektivsten, wenn ich irgendwie jetzt komplett auf einen Spieler den Schaden mache, dann springt der andere natürlich auf den Zug auf und nimmt den auch raus und greift dann vielleicht noch mich an. Das ist so ein bisschen, Also zu dritt ist es, glaube ich, einfacher. Da ist es zwar immer ein 2 gegen 1, aber dadurch, dass immer einer vorne liegt, sind halt immer die beiden, die gerade hinten liegen, gegen den, der vorne ist. Und wenn ich zu viert bin, muss ich meinen Schaden einfach noch ein bisschen mehr aufteilen und bringe dadurch irgendwie noch mehr nach vorne. Und das ist irgendwie, ja, hat uns nicht so wirklich gut überzeugt. So auch vom Spielen her. Hier so diese Karten, allein dieses Kartenkaufen, dass das so wild durcheinander geht. Manche Karten sind eben auch relativ limitiert. Das kann dann schon mal passieren, dass die weg sind, wobei das eigentlich eher selten passiert, weil natürlich das Schiffslimit ist begrenzt. Die Aufwertungskarten, da kann man auch nur begrenzt viele auf die Schiffe geben. Das heißt, es sollte eigentlich nicht passieren. Aber es fühlt sich irgendwie komisch an, so kreuz und quer durcheinander zu kaufen. Wie gesagt, macht natürlich Sinn, wenn man sich gegenseitig vertraut, was man einfach tun sollte beim Spielen. Aber man ist ja auch selbst vor Fehlern nicht gefeit. Also man kann sich da mal vertun. Und wir hatten das auch, dass irgendjemand eine Laserkanone auf die interstellare Rakete gebaut hat, die gar keine Aufwertungsslots hat. Und das kann dann passieren. Das Geld hätte man gar nicht ausgeben müssen oder dürfen. Und es ist eben natürlich auch auf Dauer gesehen ein bisschen wenig Abwechslung dabei, weil es sind immer die gleichen Karten. Man kann natürlich immer versuchen, andere Strategien zu fahren. Man kann versuchen, gleich in Runde 1 hart zu tacken und sich dann die teuren Sachen zu kaufen, die man sich sonst gar nicht holen könnte. Oder erstmal auf ganz viel zusätzliches Geld gehen. Oder irgendwie versuchen, das Taktikkartenlimit zu erhöhen und auch in welcher Kombination man die Schiffe kauft. Da kann man sicher ein bisschen rumexperimentieren, aber also bei uns hat es bisher zumindest nicht so für den super langanhaltenden Spielspaß gesorgt. Die Eigenschaften, die die Anführer haben, die sind immer ganz nett, sorgen dafür, dass halt nicht jeder komplett immer das Gleiche macht, aber das ist so marginal, dass es eigentlich jetzt nicht so als krasser Wiederspielwert gewertet werden kann. Genauso wenig wie die Aktionen hier, die sind natürlich dann schon mal ein bisschen unterschiedlich, sorgen dafür, dass auch nicht jede Runde komplett statisch abläuft, aber da ist die Auswirkung auch nicht so groß auf die Variabilität des Spiels. Von daher, alles in allem, wie gesagt, Artwork nett, vom Spielen her, also wenn man halt so gerne Spiele hat, wo man sich eben halt so gegenseitig basht und dann auch auf einen geht, der gerade vorne ist und den so richtig ans Reinwirken daran Spaß hat, dann könnte das sicher durchaus was für einen sein, aber ja, für meinen Geschmack war dieses Spiel deutlich seichter, als ich es erwartet habe und ja, so wirklich, also es ist jetzt nicht schlecht, es funktioniert, die ganzen Mechaniken, das greift alles ineinander und man kann da auch ein bisschen grübeln, wenn man will, wobei wenn man anfängt zu grübeln, grübelt man recht viel, aber irgendwie soll ich sagen würde, wow, dieses Spiel hat jetzt irgendwie das, wo ich sagen würde, wow, deswegen empfehle ich es, deswegen spielt es, kauft es, probiert es aus, hat es leider nicht, aber natürlich ist das jetzt nur meine Meinung, das lag vielleicht an der Gruppe, mit der ich es gespielt habe oder daran, dass wir es zu viert gespielt haben, vielleicht ist es zu dritt besser, vielleicht macht es zu zweit super viel Spaß, das weiß ich nicht. Wenn ihr jetzt das Spiel schon gespielt habt oder angespielt habt oder es euch selbst vielleicht schon gekauft habt und denkt, es ist total großartig, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und sagt, was eure Meinung dazu ist. Ich bin da auch gerne offen, das vielleicht irgendwie nochmal zu spielen, weil es auch einfach echt schick aussieht, aber dann irgendwie so, dass ich denke, okay, wenn man das so und so spielt, dann könnte das Spaß machen. Und das war bisher leider nicht gegeben. Das Einzige, was wirklich toll war, war das Ding anzugucken, weil die Bilder halt gut sind, sage ich jetzt auch schon zum dritten Mal. Von daher, bevor ich mich noch weiter wiederhole, ich hoffe, es ist klar geworden, wie man dieses Spiel spielt. Wenn ihr jetzt denkt, okay, das ist so interessant, das würde ich gerne mal ausprobieren, dann tut das gerne. Meine Meinung dazu ist, glaube ich, auch klar geworden. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Mein Spielgeschmack ist eh ein bisschen speziell und nicht so wie bei der Allgemeinheit, habe ich immer ein bisschen Eindruck. Daher hoffe ich, dass es trotzdem informativ und hilfreich für euch war und sage bis bald und tschüss.